Was geht ab, meine Z-Fighter außer dir? Und heute Morgen kam für das globale Dokkan Battle bzw. vorhin ein Data-Download. Mit dem wussten wir auf jeden Fall, der nächste Dokkan X sowie Charakter für die globale Version ist Future Gohan, physisch Future Gohan. Nun stellt sich wahrscheinlich vielen die Frage, was ist aber mit Broly? Mir wird es heute darum gehen, Freunde, da ein bisschen vielleicht für Aufklärung zu sorgen. Deswegen würde ich auf jeden Fall jetzt schon mal euch bitten, bis zum Ende des Videos zu schauen. Ich werde mich versuchen, auf jeden Fall so kurz wie möglich zu halten. Die Ausgangssituation war ja jetzt, beziehungsweise ist folgendes. Nächste Woche startet der Dragon Ball Super Broly Film in Japan vorerst. Das stimmt. Die anderen Länder folgen dann drauf, sage ich mal am besten. Ein Monat später, zwei Monate später, etc. Ihr wisst die Daten. Jedenfalls wurde ja seit langem von der Community empfohlen oder auch spekuliert quasi, dass man seine Stones in Dokkan Battle für eben das sparen soll, was mit dem Dragon Ball Super Broly Film kommt. Und ich bin immer noch der Meinung und ich stand dazu und ich stehe immer noch dazu. Die Sache ist jetzt jedoch, für das japanische Dokkan Battle haben wir gestern einen Teaser bekommen für den Dragon Ball Super Broly Film. Heißt, auf der japanischen Version logischerweise folgt langsam aber sicher der Teaser zum Dragon Ball Super Broly Film. Aber auch an sich habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass wirklich gut Promo gerade läuft für den Dragon Ball Super Broly Film. Jedenfalls haben wir auf der japanischen Version, das können wir schon mal abhaken, da geht es langsam los mit dem Dragon Ball Super Broly Film, weil im Spiel selbst auch in Dokkan Battle da quasi eine Ankündigung kam, dass langsam losgeht. Was aber mit Global? Global, Freunde, ist jetzt folgendes. Und wie gesagt, am besten schaut ihr bitte bis zum Schluss zu, weil ich werde jetzt versuchen, hier für Aufklärung zu sorgen. Heute kam Data Download rein und zwar haben wir hier, dass wir die neuen Super Battle Kategorie Stages am 7.12. um 7.30 Uhr unserer Zeit bekommen werden. Und Future Gohan zusammen mit dem Free-to-Play-Ally-Trunks kommen am 12.12. 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Das heißt, nach Full Power Goku kommt erstmal physisch Future Gohan. Das ist noch kein Grund, um in Panik zu geraten. Viele könnten zum Beispiel meinen, ja, jetzt hat jeder wahrscheinlich empfohlen und du auch, Osoru, die Stones zu sparen. Jetzt habe ich Stones gespart, obwohl ich summon könnte. Ich sag trotzdem immer noch, spart eure Stones. Warum? Wir haben aktuell den Full Power Goku Banner, der ist doch online. Ich meine, im Endeffekt, wenn ihr auf jeden Fall für Full Power Goku summon wollt und ihn haben wollt, dann könnt ihr noch ein paar Tage summon. Sein Banner ist, glaube ich, bis zum 8. online. Ne, bis zum 9.12. sogar. 6.95 ist unsere Zeit. Jedoch würde ich trotzdem sagen, wartet, Freunde. Denn Full Power Goku, das werden wir gleich besprechen, der kommt in einem anderen Banner wieder stärker zurück. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Natürlich, wie auch immer, Freunde, wir versuchen euch hier quasi Ratschläge zu geben. Aber wenn ihr summon wollt, liegt es natürlich im Endeffekt bei euch. Future Gohan kommt quasi dann als nächster. Okay, das haben wir. Future Gohan, werde ich auch gleich darauf zurückzusprechen kommen, ist ein totaler Skip. Darauf kommen wir gleich zurückzusprechen. Die Sache ist jedoch zu der Hauptfrage. Osoru, was ist jetzt mit Broly? Viele haben gesagt, du hast auch gesagt, Broly kommt demnächst, sowohl für JP als auch Global. Viele haben auch gemeint, das kommt erstmal auf JP, dann auf Global. Die Sache ist folgendes, Freunde. Von dem Leakern-Team Dokkaner wurde damals geleakt, dass demnächst auf beiden Versionen eine große Celebration kommt. Das wird höchstwahrscheinlich die von Dragon Ball Super Broly Film sein. Wir wissen, für JP kommt sie in der nächsten Woche eigentlich schon. Denn nächste Woche sollte der Film released sein. Auf Global könnte das war jetzt sein letzter Standpunkt gestern auf oder heute Morgen, habe ich das auf Reddit lesen können. Sein letzter Standpunkt war, dass sich die Celebration von Global ein wenig verschieben könnte. Und mit ein wenig denke ich auch, dass es ein wenig sein wird. Warum? Heißt, im Endeffekt bin ich trotzdem noch der Befürworter dafür, dass auch Global die Dragon Ball Super Celebration bekommen wird demnächst. Weil, Freunde, Dokkan Battle lebt vom Dragon Ball Super Content. Das ist das aktuellste Content für Dokkan Battle. Und wenn in Dragon Ball Super quasi sowas Großes kommt, die lassen sich das nicht entgehen. Und früher oder später kommt es auch auf Global. Und auf dieses früher oder später an. Vielleicht sind manche genervt, dass es jetzt später als früher kommt. Aber das denke ich nicht, dass es so sein wird. Ich denke, dass wir trotzdem früher als später kommen. Weil normalerweise haben wir ja 4 Monate Zeitunterschied aktuell auch von JP und Global. Aber ich denke nicht, dass Broly erst nach 4 Monaten kommen wird, sondern demnächst. Warum bin ich immer noch so optimistisch, falls sich das einer fragt? Nämlich folgendes, Freunde. The Truth hat gepostet, ich habe das auch gecheckt. Letztes Jahr kam physisch Super Saiyan 3 Goku 11. 12. Dezember. Bei uns soll das der 12. Dezember sein. Das ist das genaue Datum, wenn Future Gohan jetzt droppt. Letztes Jahr kam physisch Super Saiyan 3 Gotenks am 12. Dezember. Und am 20. Dezember, bei uns war das der 21. Freunde, kam dann Ultra Instinct Goku auf Global. Heißt, wir hatten während einer kurzen Zeitspanne zwei große, was heißt groß, aber zwei Dokkan-Festival-Charaktere. Dies so drum heißt, was meine ich damit? Es kann trotzdem sein, dass trotz dessen, dass Future Gohan kommt,
dennoch dann eine Woche drauf, nach Release zum Beispiel auf JP oder nach dem JP-Film-Release, Dragon Ball Super Broly kommt. Denn Dragon Ball Super Broly wurde ja an sich schon von der ganzen Community auf den Zeitraum gesetzt, entweder zu Filmstart, zu Weihnachten oder Neujahr. Nicht zum vierjährigen Jubiläum auf JP. Das vierjährige Jubiläum auf JP ist Ende Januar. So lange wartet JP nicht. Auf JP haben wir es abgehakt, wird es aktuell kommen. Wahrscheinlich nächste Woche schon. Aber auf Global vielleicht mit einer Woche Unterschied, nämlich auch wie es letztes Jahr war. Denn, Freunde, ich habe das wie gesagt abgecheckt. Guck, lass uns das erstmal angucken. Das war letztes Jahr. Da war Gotenks und dann kam zack, eine Woche drauf, direkt Ultra Instinct Goku. Und vor Gotenks kam ein Peppy Girls Banner. Und Freunde, ein Peppy Girls Banner bekommen wir auch. Nämlich hier mit Bulla und Chi-Chi am 7.12. Dann kommt Future Gohan. Und dann, bam, könnte es wie letztes Jahr sein, dass da was Dickes kommt. Weil Future Gohan ist kein Charakter für eine Winter-Campaign, Freunde. Da müssen wir uns ehrlich sein. Das ist kein Charakter für eine Winter-Celebration oder Christmas. Da wird was Größeres kommen. Und zwar, zu dem Größeren habe ich noch, nämlich noch eine Sache. Kowai, ein französischer Leak, hat nämlich geleakt. Die Celebration von Future Gohan, Freunde, die geht vom 12.12. 1 Uhr nachts bis zum 21.12. Und da haben wir wieder den 21. Freunde. Das ist eine sehr kurze Celebration für einen Dokkan-Festival-Charakter. Denn ein Dokkan-Festival-Charakter ist normalerweise 3 Wochen mit einer Celebration online. Future Gohan wird wahrscheinlich ein bisschen länger online sein. Aber mit der Celebration, mit der er kommt, diese geht nur bis zum 21. Das ist, was ist das? 9 Tage sind das. Und in 9 Tagen fängt dann eine neue Celebration an, ab dem 21. Und er selbst sagt dann quasi, die Celebration vom 12. bis zum 21. ist eine Winterfeier mit ein paar begrenzten Missionen. Es ist eine Feier des Übergangs zu etwas Interessantem. Und dann, Freunde, haben wir nämlich Weihnachten bzw. Neujahr. Heißt, Freunde, um es kurz zusammenzufassen, schließe ich auf jeden Fall trotzdem für Global nicht den Dragon Ball Super Broly Content aus. Auf JP haben wir es abermals abgehakt, das wird demnächst kommen. Auf Global sollte es trotzdem auch noch kommen, trotz dessen, dass jetzt Future Gohan kommt. Eben wegen den Sachen, die ich euch gesagt habe. Und in Dokkan muss immer eine Celebration laufen. Die aktuelle Celebration, die wir haben, die endet am 12. Dann kommt Future Gohan, das geht nur 9 Tage und dann kommt eine neue Celebration. Versteht das, meine Freunde? Und da ist dann quasi auch von ihm gelegt, dass da kommt ein Übergang zu etwas Interessantem. Und für Christmas, also für zu Weihnachten, Neujahr, kommt kein Future Gohan. Future Gohan ist nicht quasi der Hauptcharakter für oder das Hauptbanner für Weihnachten oder Neujahr. Versteht das meine? Das war ein Dokkan nie so. Wie gesagt, wir haben gesehen, letztes Jahr war es wirklich sehr ähnlich. Peppy Gods Banner, Super Saiyan 3 Gohan, zack, eine Woche drauf. Im Christmas Banner hatten wir Dokkan Fest Ultra Sengoku. Und da steht auch dann, dass es ein Christmas Banner ist. Also habt ihr es sicherlich verstanden, ich schließe Broly trotzdem nicht aus und trotzdem sage ich euch, spart eure Stones, Freunde, so gut es geht. Sei es Worst-Case-Szenario, er kommt nicht zu Weihnachten, dann kommt er trotzdem noch, Freunde. Und wir wissen nicht, ja, wir wissen nicht, wie die Charaktere sein werden, aber was sicher ist, ist, dass die Celebration dazu, die wird wirklich groß sein. Ja, die wird nichts Kleines sein, wie jetzt zum Beispiel Football Goku oder Future Gohan, die wird schon was Gutes sein, sage ich mal. Und, Freunde, noch zum Schluss, das werden wir im Banner-Preview uns noch dann ansehen. Future Gohan ist ein totaler Skip, also macht euch keine Sorgen. Hier würde ich niemanden empfehlen zu summonen. Future Gohan ist eines der, eigentlich sage ich das nie, aber bei ihm muss ich ehrlich sein, eines der schlechtesten Dokkan-Festival-Charaktere. Und, denn neulich kam Goku Black hinzu mit dem Time-Travels-Kategorie. Zu ihm folgt nachher noch ein Video heute. Und die Future Gohan-Kategorie, die Future Saiyan-Kategorie, die komplette Kategorie ist in der von dem neuen Ink Goku Black, aber vom Ink Goku Black ist natürlich noch viel mehr. Also Future Gohan ist damit, der war nie online, Freunde, und kann schon offline gehen eigentlich so im Endeffekt. Der ist rest in peace so richtig. Falls sich einer dann sagt, okay, aber ich hätte gerne Super Saiyan 3 Bardock oder Tech Vegito Blue, Super Saiyan 3 Bardock, Freunde, oder falls sich jemand sagt, nee, okay, Osaru, du weißt ja trotzdem nicht, ob das kommt oder nicht, dass er trotzdem nur reine Spekulation haben und wir haben noch nichts bestätigt. Wie gesagt, es ist eine Aufklärung, aber selbst dann würde ich sagen, summon trotzdem nicht bei Full Power Goku, denn Full Power Goku kommt im Banner von Ink Goku Black mit Super Saiyan 3 Bardock. Also kann man auf jeden Fall auf dieses Banner sparen, falls man Super Saiyan 3 Bardock will und Full Power Goku in der Zukunft. Das ist zum Beispiel ein viel, viel besseres Banner aktuell in JP, wie das von Full Power Goku aktuell auf Global. Genau, Freunde. Man könnte hier vielleicht nur wegen Tech Vegito Blue sammeln, aber nur wegen Tech Vegito Blue würde ich in dieses Banner nie keine Stones verschwenden. Eben in Anbetracht dessen, Freunde. Ja, es hört sich trotzdem komisch an, wenn ich sage, was danach kommt zum Dragon Ball Super Broly Film, weil wir jetzt in den Daten haben, dass Future Gohan kommt. Aber Freunde, ich hoffe, ich konnte euch hiermit auf jeden Fall aufklären, dass das trotzdem nicht heißen muss, dass Future Gohan die Winter
das Winterbanner ist oder die Winter Celebration, das schließt dich aus. Future God ist kein Wintercharakter, verstehst du, was ich meine? Und Free-to-Play, Elder Trunks kommt ebenso, wie gesagt, Freunde, am 12.12. Ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend ein wenig aufklären, falls jemand in Panik geraten ist. Haltet den Ball flach, Freunde. Ich bin trotzdem auf jeden Fall noch gute Dinge. Und wie gesagt, das ist jetzt von mir auch trotzdem oder von der Community ein wenig spekuliert, denn auf Global haben wir noch nichts. Auf JP haben wir schon, dass es langsam losgeht. Aber so wie die Dinge die letzten Jahre verlaufen sind, so wie wir Dokkan kennen, so wie es lebt und lebt, Freunde, da trauen die zu Christmas kein Future Gohan raus, da machen die kaum Cash. Weil Future Gohan werden wahrscheinlich eh die meisten skippen. Behaltet das bisschen im Hinterkopf, Freunde, also gerät nicht in Panik. Ich sage trotzdem, früher oder später kommt auf jeden Fall Dragon Ball Super Broly auch zu Global. Wir müssen uns dann noch ein wenig gedulden. Spätestens dann nach Ablauf dieser Celebration am 21. Freunde. Das ist vielleicht eine Woche Unterschied zum Filmstart und zum JP-Release. Wenn es so kommt. Das ist nicht schlimm. Versteht das, Freunde? Das ist nicht schlimm. Deswegen, Freunde, auch wenn es Worst-Case-Szenario vielleicht im Neujahr erst kommt oder trotzdem, kann man auf jeden Fall Future Gohan skippen. Also Future Gohan würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, trotzdem eure Ressourcen zu sparen, für was das danach kommt, Freunde. Ihr kennt diesen legendären Satz, für das, was danach kommt. Sorry, ich wollte es nicht allzu lange halten. Jetzt sind wir trotzdem ein bisschen da gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem aufklären, auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gibt es auf jeden Fall einen ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.